Gerade in der Karwoche bekommt das Fasten noch einmal eine besondere Bedeutung. Darauf wies auch Pfarrer Adolf Valenter am Gründonnerstag hin, als er gemeinsam mit Bürgermeister Andreas Linhardt im Pfarrheim die Fastensuppe ausschenkte. Herr Bürgermeister, heute in einer etwas ungewohnten Rolle, Suppen ausschenken, aber Sie machen das mit Bravour wie ein Drei-Hauben-Koch. Suppe einschenken erfordert nicht besondere Fähigkeiten. Ich mache das auch schon zum wiederholten Male, mache das gern. Ist ein mittlerweile gesellschaftliches Großereignis in Brunn geworden, das Fastensuppenessen von der Pfarre gemeinsam mit mir. Seit etlichen Jahren gibt es da die gute Zusammenarbeit zwischen der Marktgemeinde, dem jeweiligen Bürgermeister und der Pfarre. Ich danke unserem Bürgermeister Dr. Linhardt, dass er das Jahr für Jahr am Gründonnerstag macht, dass wir eine kräftigende Suppe am Gründonnerstag ausschenken und der Erlös von den Spenden, der kommt bedürftigen Leuten aus Brunn zugute. Ein Fastensuppenessen mit tieferem Sinn. Es geht ja vor allem darum, auch ein soziales Projekt hier in Brunn zu unterstützen. Das heißt, man tut sich selber was Gutes und vor allem auch jemand anderen. Die Suppe ist hervorragend, ist von einem Brunner Gastronomen gekocht, findet sehr, sehr guten Anklang. Jeder spendet gern, kommt einem guten Zweck zugute, so soll es ja auch sein. Es ist schön, dass so viele Menschen da mitmachen. Diese Initiative von der Pfarre und vom Herrn Bürgermeister seit vielen Jahren hier in Brunn wird gut angenommen und ist ein schönes Signal, ein gemeinsames Signal, das die Pfarre gemeinsam mit der Gemeinde hier setzt. Ja, nicht nur, dass viele gekommen sind, also die Suppe schmeckt auch hervorragend, ja. Und natürlich, wenn sie von einer göttlichen Hand und von der Hand des Bürgermeisters ausgeschenkt wird, natürlich, dann kann ja die Suppe nur wirklich eine Spezialität sein. Und die Suppe ist wirklich sehr, sehr gut. Also es ist eine Gemüsesuppe, eine gebundene Gemüsesuppe mit ein Stück Brot dazu. Und es gibt auch Wasser dazu zu trinken am Tisch. Diese sind sehr schön gedeckt und die Bevölkerung nimmt das, also die Brunnerinnen und der Brunner nehmen das sehr, sehr gerne an. Ja, also man sieht, von Jahr zu Jahr wird es mehr. Wir fangen, also hier wird begonnen um 11.30 Uhr bis 13 Uhr. Ich glaube, man muss die Zeit dann ein bisschen weiter zurücksetzen. Auf 14 Uhr denke ich einmal schon nächstes Jahr oder den Pfarrsaal vergrößern. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Und es ist schön, wenn man sehr viele bekannte Gesichter sieht und es ist hier dann dieser Tag, dieses Fastensuppenessen ist auch gleichzeitig eine Kommunikationsstätte. Und ich denke mir, die Brunner und Brunnerinnen, wir lieben das. Gemeinsam, wenn wir uns sehen und wieder ein bisschen einen Gedankenaustausch. Denn das sage ich einmal, das wird in Zukunft eine Geschichte sein und Geschichten schreibt das Leben. Wie hat denn Ihnen die Suppe geschmeckt? Ja, die hat mir sehr gut geschmeckt, nachdem ich ja fast Vegetarier bin oder Vegetarier war bis vor kurzem. Stehe ich natürlich auf so eine Gemüse-Erdäpfelsuppe, ist eine ganz wunderbare Sache und vor allem diese Tradition, die jetzt schon jahrelang in Brunn gelebt wird, unser Pfarrer und unser Bürgermeister gemeinsam Fastensuppen essen, ist eine ganz tolle Veranstaltung. Immerhin kommt ja der Erlös einem sozialen Zweck zu, da schmeckt dann die Suppe gleich doppelt so gut. Genau, es ist eine freie Spende, da spendet man natürlich gern, man weiß auch, dass es in guten Händen ist und gut verwaltet wird und direkt den Bedürftigen zugeführt wird. Eine ganz tolle Sache, gute Suppe, gute Sache.